Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 400 Baby Challenge mit noch gar keinem Baby tatsächlich. Aber dafür eine Simmin, die im zweiten Trimester schwanger ist und in 9 Stunden das dritte Trimester. Okay, kein Obstkuchen. Ich habe schon. Ja, gut, wir schmeißen den auch weg. Wenn ihr so schlecht vor Obstkuchen wird, dann schmeißen wir den lieber weg. Gut, dann räumen wir den auf. Dann isst ihn doch nicht! Mein Gott, übergibst dich gerade die ganze Zeit, dann iss ihn doch bitte nicht. Soweit geht es ihr sonst gut. Dann können wir immer noch was herstellen. Wie wär's mit einem Barhocker? Machen wir nochmal eine Gartenpflanzkiste. Die müssen wir ja nicht benutzen. Wir können sie einfach verkaufen. Sie ist mittlerweile ganz gut da drin, muss ich sagen. Also klar, die Pflanzkiste haben wir jetzt genutzt. Oh, die Geekom. Da können wir bestimmt ein paar Geeks abgreifen. Müssen wir mal machen. Warte, sie hat ja noch... Sie hat ja noch Zeit, bis das Baby kommt. Also noch ein bisschen hat sie Zeit auf jeden Fall. Klar gehen wir mit. Wenn er uns schon eine, dann gehen wir doch gleich mit ihm mit. Das ist doch eine super Idee, oder nicht? Also finde ich jedenfalls. Weil wir wollen ja schließlich auch zu Geekon, habe ich ja gerade gesagt. Das Blöde bei Sims 4 ist halt immer diese Ladebildschirme. Ich weiß nicht, die nerven mich sehr, sonst würde ich öfter irgendwo hinreisen. Aber wenn es immer so ewig lädt... Ich brauche einen Überblick. Oh, er ist mein Geek. Ich werde mit ihm flirten und dann werde ich gucken, wo die Rakete ist. Verbessern. An der Rakete arbeiten. Ich kann nicht an der Rakete arbeiten. Ach so, gut, da kann ich arbeiten. Da ist eine andere Rakete. Die Rakete ist auch weggeflogen. Oh, ich will nicht über örtliche Angelplätze reden. Mann, ist Gunther langweilig. Komm, lass uns doch bitte die Rakete bauen. Das sollen wir machen. Das ist ja großartig. Mensch. Und sie hat absolut keinen Bock dran. Drauf. Okay. Na komm, Ramona, geben wir dir erstmal was zu essen. Handeln. Wir handeln erstmal alles runter und dann kannst du... Dann kannst du irgendwas kaufen. Erstmal handeln wir. Ich meine, du bist immerhin arm und schwanger. 25% Rabatt nehmen wir. Dann nehmen wir halt einen Hotdog. Ich möchte mit denen voll gerne ein Foto machen. Ich kann ein Selfie mit einem Cosplayer machen. Oh, Super Lama! Ich hab dich schon im Fernsehen gesehen. Du bist Super Lama. Nein, Super Lama hat, glaube ich, keinen Bock auf mich. Ich glaube, ich nerve Super Lama. Wo ist denn eigentlich mein bestelltes Essen? Habe ich das schon gegessen? Ich hole mir noch einen Tofu-Burger. Aber erstmal wollte ich das hier spielen, der ultimative Spieletest. Ey, ich wünsche mir sowas echt in real. Das ist so geil. Das ist so geil, es wird so viel Spaß machen. Okay, und sie ist Freeze. Ah, doch nicht. Smilicon! Wieder die Höhle. Ja, das ist eine Geekon. Wir könnten immer noch eine Rakete bauen. Was? Er redet mit einer anderen? Also jetzt geht's mal nicht. Was? Ich bin gescheitert? Oh. Naja, ich bin schwanger. Ich darf scheitern.
Ich kaufe mal andauernd Essen, aber irgendwie. Irgendwie klappt es nicht. Was ist das? Ich hole mir ein Festival-Shirt. Ich weiß, wir haben nicht viel Geld, aber ein Festival-Shirt. Das muss doch wohl drin sein. Warte, kann ich erstmal handeln? Ich handle mal mit ihm. Vielleicht gibt's ja irgendwas. Ja, 25% Rabatt! Sie lieben mich! Sie lieben mich! Dafür flirte ich irgendwann auch mal mit dir. Gut, was gibt es so? Schneekugel Emily. Emily lauert schon mehrere hundert Jahre in den Gewässern. Okay, komm, wo ist eine Schneekugel? Ich mag Schneekugeln. Also wirklich, ich liebe Schneekugeln. Ich weiß nicht. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber... Naja. Ich handle hier nochmal runter. Ja! Und ich esse mein Würstchen. Mein Gefühl, kaufe ich immer was und esse es dann nicht. Hey, wer bist du denn? Du bist ein junger Erwachsener. Hallo. Hallo, ihr beiden. Na, ihr? Mein Name ist Ramona und ich brauche 100 Babys. Seid ihr bereit? Wahrscheinlich nicht. Wer ist das jetzt? Mit denen habe ich auch geflirtet? Den kenne ich gar nicht. Oh, er baut immer noch. Der Arme. Ich kann ihm ja dabei helfen, die Rakete zu bauen. Vielleicht mag er mich dann mehr. Oder ich schaue mir weiter an, was es hier so gibt. Aber wahrscheinlich gehe ich auch erstmal auf Toilette. Weil das muss ja als nächstes. Happy Hour in der Bar. Aber da will ich jetzt nicht hin. Ich kann ja eh nichts trinken. Ich bin schwanger, hallo? Als ob ich dann Alkohol zu mir nehme. Geh aufs Klo. Ich weiß immer noch nicht, wer das sein soll. Der hat sich doch gar nicht geredet. Ich kenne den gar nicht. Apartments ausspionieren oder Himmel beobachten? Apartments ausspionieren. Vielleicht gibt's ja was Lustiges. Komm bitte! Na, haben sie nicht geschafft, eine Rakete zu bauen. Ist ja schade. Müsste die Geekon nicht eigentlich zu Ende sein? Weil ich erst, wenn die Rakete gebaut ist. Ah ne, jetzt verschwindet alles. No. Ist das nicht traurig? Über 1000 Bären in Ameisengröße gegen eine Ameise in Bärengröße diskutieren. Das ist eine Diskussion, die ich jetzt in den Kommentaren sehen will. Ich würde sagen, 1000 Bären in Ameisengrößen würden mehr erreichen als eine Ameise in Bärengröße. So, jetzt sagt mir eure Meinung in die Kommentare. Weil es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und das Baby ist bald da! Bald kommt unser Baby und da ist ein Hund. Wir sollten uns einen Hund holen. Könnt ihr mal schreiben, ob wir uns noch ein, oh, also laut, ob wir uns noch ein Haustier holen sollen. Oh, sie geht auch an die Bar. Diese Frau. Ah, sie will nur ihn kennenlernen. Das ist alles. Sind hier Hunde erlaubt? Scheinbar schon.
Und er geht. Natürlich. Natürlich gehen sie immer wieder. Oh, was eine Hundeangst. Oh, Blau. Alles gut. Oh. Oh. Der ist so hässlich. Entschuldigung, aber ich bin Chapai so hässlich. Oh, ist das nicht unsere Nachbarin? Vor allem brauchen wir ein Baby mit A. Mit dem Namen A. Ihr könnt ja mal Babynamen reinschreiben. Also mit A wird zu spät sein. Aber mit B, C, D, E und so weiter und so fort. Schreibt mal alle Babynamen rein. Und dann... Oh, oder am besten, ich werde ein Formular erstellen, wo ihr Babynamen eintragen könnt. Müsst ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Und dann nehmen wir immer die Babynamen. Das erste Baby werde ich mir jetzt natürlich jetzt aussuchen müssen. Ich glaube, ich nehme es aber nicht A, B, C. Ich glaube, das ist doof. Oder? Aber dann vergesse ich es wenigstens nicht. Ha, ich überlege. Ich glaube, ich nehme doch ABC. Oh, mit denen habe ich angeblich geflirtet. Gut, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier nach Hause, weil die Entbindung ist bald, also bin ich müde. Karaoke-Wettbewerb, ja, das höre ich. Ich höre das. Tatsächlich sehr. Es ist sehr, sehr laut. Oh Mann. Rustikale Residenz. So. Du gehst auf jeden Fall schlafen. Oder muss ich vorher noch Pipi? Nee, du gehst einfach schlafen. Gut. Und dann ist das Baby bestimmt auch schon wieder bald da. Oh, Babys. Schlaf schön, Ramona. Oh, sie ist aufgewacht, weil sie pinkeln muss. Natürlich. Das ist ich. Das bin auf jeden Fall ich. Ich muss jede Nacht pinkeln. Ich muss immer aufwachen, weil ich pinkel. Das ist schlimm. Richtig schlimm sogar. Ah, jetzt ist sie hungrig. Und was noch? Hygiene. Super. Dann geh erst duschen und dann kannst du dir was zu essen nehmen. Wir haben ja noch was. Wann verdirbt es eigentlich? Ach, habe ich nicht geschaut. Erstmal unsere Schneekugel. Die habe ich gar nicht beachtet. Oh, es ist so süß mit dem Monster. Und wir haben ja noch von unserem ersten Date hier unsere Belohnung. Ich würde aber sagen, das verkaufen wir erst, wenn wir Geld brauchen. Das sind so Sachen, die wir erst verkaufen, wenn wir Geld brauchen. Stimmt's, Ramona? Warte, ich komme zu dir rein. Und ich bin mit drin. Ich bin in ihr drin. Es muss eigentlich die Gesangsfähigkeit perfektioniert sein. Ich dusche mit. Oh Gott. So sieht das Sim das Ganze. Wenn sie ihre Arme davor hätte. Ihre Hand. Gut. Gehen wir mal aus ihrer Dusche raus. Ein bisschen Privatsphäre sollte sie ja auch noch haben. Hat sie ja bald eh nicht mehr, wenn das Baby kommt. Ich höre jemanden. Oh Gott, das ist der Vampir. Ja, geh bitte einfach wieder. Hau ab. So. Was essen, Mitternachtssnack und dann kann sie eigentlich auch wieder schlafen. Wenn sie nicht gleich ein Baby bekommt. Weil es könnte ja echt sein, dass das Baby zur Welt kommt langsam. Ach, wie schön. Ich habe eine Tür gehört. Ich habe natürlich gehört. Ich habe gedacht, der Vampir wäre drin. Aber nein, das war wahrscheinlich ich. Okay. Alles gut. Wenn ich das war, dann ist es kein Problem. Jetzt schauen wir einfach creepy beim Schlafen zu. Ich glaube, es ist schlimmer als der Vampir. Oh, sie lacht. Und sie muss schon wieder pinkeln, mein Gott. Dann steh auf, dann pinkel und dann hat sie auch schon wieder Hunger. Ja, vor allem zweimal in der Nacht essen. Ich glaube, wir müssen sie mal Sport machen lassen. Wenn sie zweimal in der Nacht ist, dann wird es langsam kritisch. Guten Appetit.
So, es ist eh 6 Uhr. Sie kann alles ernten mal. Ja. Und dann könnte sie irgendein Gericht kochen, für was man Karotten braucht. Den Rest können wir ja verkaufen. Gibt es irgendwie so ein Gericht? Warte, wenn wir mal kochen gehen. Eine Tomate, zwei Tomate und Zwiebeln, ja. Nein! Das soll sie nicht kochen. Also sie könnte es ja so snacken. Wie viel bringt denn das, wenn ich ihr jetzt so sage, sie soll einen Pilz essen? Ja, bringt schon einiges. Dann verkaufen wir die Karotten und haben die Pilze noch im Inventar. Die verderben in... gar nicht. Gut. Wir können aber auch... wartet mal. So. Was knallt denn da? Also soll die Musik sein. Ich wollte einfach, dass ich das pflanze, dass wir das hier für andere Sachen benutzen können. Und zwar für Früchte. Früchte für Einsteiger, um genau zu sein. Dann kriegen wir nämlich sowas Tolles wie zum Beispiel Bananen und Äpfel. Okay, nur eine? Geht da nur einer hin? Okay, dann müssen wir die nach und nach pflanzen. Nein, nicht mit dir, Don. Dich brauche ich nicht mehr. Ich habe dein Kind in meinem Bauch und alles andere von dir will ich nicht. So. Kann ich das bewässern? Geht da echt nur eins? Kann ich noch nicht rausnehmen, ne? Doch, kann ich schon. Ist das Cheating, dass ich das rausnehme? Ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Ich kann da echt immer nur eins. Okay. Ja, dann jetzt den Apfel pflanzen. Und Weintrauben? Nee, Weintrauben brauche ich nicht. Habe ich jetzt einfach so entschieden. Den Rest kann ich ja auch verkaufen. Weil wir haben jetzt eins und eins. Und da kommen ja immer wieder mehr. Können wir es bewässern. Und wir können die Skulptur fortsetzen. Also eine Gartenpflanzkiste. Okay, egal. Auf jeden Fall können wir die fortsetzen. So, und die verkaufen wir im Haushaltsinventar. Für 35. Okay, ist ein Gewinn. Ist ein kleiner Gewinn. Wir könnten ja auch ein kokettes Gemälde mal versuchen zu malen. Ich hoffe, im Malen ist sie gut. Malfähigkeit erworben. Wir werden sowas von Verluste machen erst. Oh wow, sind das Susi und Streich. Das ist sehr, 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 sehr schön. Sehr schön. Wir verkaufen es einfach und dann ist gut. Und dann reden wir nie wieder über dieses Gemälde, was deine 100 Kinder wahrscheinlich hätten besser malen können. Aber du übst ja noch. Ein paar Verluste sind drin, aber sie übt noch. Und dann kriegt sie irgendwann bestimmt ganz, ganz, ganz viel Geld, weil wir dann ganz tolle Gemälde machen werden, sie reich wird und das klappt schon. Ich sehe es in ihren Augen. Wir werden Geld verdienen mit sowas. Ich meine, sie malt ein wunderschönes Lama. Pferd. Und es ist ihr erster Gewinn. 16 Dollar Gewinn. Also bitte. Hier, guck mal, machst du gleich noch eins und dann machst du bitte noch mehr Gewinn raus. Du schaffst das. Weil dein Baby kommt ja irgendwie eh nicht. Wir müssen die Zeit totschlagen, bis dein Baby kommt. Und du müsstest dann auf Toilette. Also erstmal verkaufst du es gleich und dann... warte, das Lama verkaufen, das Lama verkaufen! Und dann darfst du auf Toilette. Und dann darfst du schlafen. Gut, sie hat gut Gewinn gemacht. Ich bin stolz auf sie. Noch nicht genug, dass wir ein Kinderzimmer bauen könnten. Obwohl, doch, eigentlich... ich habe eine Idee. Ich habe... I have an idea. One idea. Wir machen hier einfach einen Kinderraum. Und ich bin pleite. Wisst ihr noch das Bild, das ich gesagt habe, das können wir verkaufen, wenn wir es nicht mehr brauchen? Jetzt ist der Zeitpunkt. Warte, das weg. Machen wir das Fenster weg.
Und machen eine Tür rein. Können wir uns noch eine Tapete leisten? Ja, gut. Und hier draußen? Oh, es war teuer. Okay. Wenn wir jetzt noch eine Lampe reinkriegen, dann können wir hier ein Kinderzimmer rausmachen, wo aber dann alle Kinder drin leben erstmal. Also, machen wir eine gute Lampe, dann haben wir wenigstens was, wo sie was sehen können. Oh, es ist kein Boden. Ich habe keinen Boden reingemacht. Zeige mir deinen günstigsten Boden. Der ist auch 4, dann nehme ich lieber den. Okay. Das ist mies. Aber naja. Ein bisschen Boden ist drin. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Ja, wir haben noch das hier. Die emotionale Aura. Gut, dann haben wir unser Kinderzimmer fertig. Für 7 Kinder können. Bis zu 7 Kinder können rein. Aber erstmal muss sie dann ihr Baby bekommen. Ich hoffe, ihre Wehen setzen bald ein. Und die Wehen haben eingesetzt. Das ist super. Oh, lassen wir sie aber alleine mal los. Ja, du bist ein bisschen breit. Und du hast Hunger. Du sagst, aber bitte nicht das Baby essen. Bitte nicht das Baby essen. Ich sag's nur. So, Leute, warte. Schreibt's jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Schreibt es in die Kommentare. Los, 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 los. Es ist ein Mädchen. Yay. So, wir brauchen irgendeinen Namen mit A. A. Annika. Annika ist okay. Annika. Annika Breuer. Unser Baby. Wir haben Zwillinge. Okay, dann noch was mit A. Weil A und A sind ja zur gleichen Zeit geboren. Wir haben einfach Zwillinge. Was für ein Glück haben wir bitte. Alexa. Oh Gott. Ich weiß sowas von, dass meine Alexa anspringen wird. Aber okay. Alexa und Annika. Oh mein Gott, Ramona und Don haben Zwillinge. Oh mein Gott. Ey, wie viel Glück. Ich habe nichts oder so modifiziert an denen. Und die haben einfach mal Zwillinge. Okay. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Wir haben einfach mal Zwillinge bekommen. Wie geil ist das denn? Don. John, Schatz, Baby. Ich würde von dir gleich nochmal welche kriegen, wenn ich dürfte. Okay, das ist krass. 2 Mädchen. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare senden. Oh, sie sind so niedlich. Psst, ganz ruhig. Kriegst gleich auch noch Milch. Michi, Milch. Wir haben 2 kleine Mädchen. Gut, Leute, will ich aber sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von dieser Folge mit unseren kleinen 2 Mädels und bis zum nächsten Mal. Ciao!